Ab dieser Woche ist er wieder zurück auf den deutschen Kinoleinwänden. Miese, fies, total grün und will am liebsten Weihnachten stehlen. Natürlich der Grinch. Die Who's in Whoville sind ein fröhliches Völkchen und gehen mit Anstand und Respekt miteinander um. Dabei lieben sie über alles das Weihnachtsfest und dieses Jahr soll es noch viel größer gefeiert werden als jemals zuvor. Kein Wunder also, dass sich besonders Mr. Bricklebaum ins Zeug legt und über den gigantischen Weihnachtsbaum erfreut ist, der aufgrund seiner Größe sogar eingeflogen werden muss. Aber es gibt den einen, dem das alles so gar nicht schmeckt. Er hasst Weihnachten und generell ist Liebe und Freundlichkeit für ihn ein Graus. Er ist der Grinch, der in seiner Höhle oberhalb von Whoville wohnt und das fröhliche Treiben verachtend beobachtet. Einzig allein sein Hund Max ist ein treuer Begleiter, der aber auch nicht viel dagegen machen kann, dass der Grinch beschließt, in diesem Jahr das gesamte Weihnachtsfest zu stehlen. Jetzt reisen wir mit Stil. Ho, ho, ho! Autumn decoration, a town down. You can ask Max how to play a round. Who is this mean fellow with his skin all green and his teeth all yellow? Max, ich befördere dich. Du wirst meinen Schlitten anführen. Der Grinch, die Animationsvariante von Illumination, geht 86 Minuten, ist ab 0 Jahren freigegeben und startet ab diesem Donnerstag, dem 29. November 2018 in den deutschen Kinos. Und dieser Grinch ist im Stil, wie es Illumination immer gut kann, recht unterhaltsam, lustig, witzig gemacht. Punktuell kann man laut auflachen, schaut sich gut weg und ist vor allem auch einfach handwerklich auf einem Top-Niveau. Aber er ist im Vergleich zu einem 2000er Jim Carrey Grinch bei weitem nicht so miese, fies, nicht wirklich mal böse. Man hat nicht das Gefühl, dass er wirklich Weihnachten stehlen möchte und alles hasst ringsherum und erst nach und nach versteht, warum er so ist, wie er ist. Nein, schon von Anfang an merkt man bei diesem Grinch, dass er eigentlich gerne gemocht werden will. Das macht ihn weicher, das macht ihn weniger ernst zu nehmen, das macht ihn weniger kantiger und für mich tendenziell etwas schwieriger. Aber trotzdem ist ein Film dabei rausgekommen, den ich zu Weihnachten laufen lassen würde, weil er gute Unterhaltung ist, aber nicht ganz so viel an Emotionen mitschwingen lässt in der Tiefe, wie es eben beispielsweise ein 2000er Jim Carrey konnte. Generell bei Illumination ist es ja bei all ihren Filmen, seien es die Minions, ich einfach unverbesserlich, Pets, aber und mit Ausnahmen auch noch Sing, weil bei Sing haben sie sich ganz gut hingekriegt mit emotionaleren Momenten, immer so in Anführungszeichen das Problem, es macht Spaß, es sieht gut aus, aber das, was richtig nah ans Herz geht, das fehlt noch so ein bisschen und das passiert auch hier bei dieser 2018er Variante von der Grinch, zumindest aus meiner Sicht. Gesehen habe ich den Film übrigens in 2D Deutsch, ich kann also über nichts über die Benedict Cumberbatch Synchro von der Grinch im Original sagen und auch nichts über das 3D, aber zu all dem beim Fazit noch mal ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast oder die Stimmen, die finde ich unglaublich variabel. Wir haben ja wirklich viele tolle Stimmen, vor allem ein kleines Mädchen, was auch nicht unwichtig ist in dem Film, hat wirklich eine schöne deutsche Stimme und hier auch eine gute Synchronisationsarbeit, die draufgelegt wurde. Viele könnten einfach so ein bisschen schauen, wie funktioniert für sie Otto Walkes als der Grinch. Für mich schwingte hier und da so ein bisschen die Erinnerung an Sid aus Ice Age mit, in manchen Momenten, wenn die Stimmlage sehr ähnlich war und insgesamt finde ich das, glaube ich, ich habe den halt jetzt nicht in der Cumberbatch-Variation gesehen, nicht ganz so viel Volumen drin sein dürfte, wie wenn Benedict Cumberbatch eine Figur spricht. Aber ich war okay soweit mit diesem Otto Grinch, der vielleicht nicht unbedingt die allerbeste Wahl ist, aber natürlich bei Animationsfilmen auch immer bekannte Leute, die trotzdem eben viele Leute ins Kino locken und gleichzeitig auch einen Wiedererkennungswert haben besetzt, war ich soweit in Ordnung, was Otto Walkes angeht, weil man in den meisten Momenten dann doch vergisst, dass es eben seine Stimme ist, die den Grinch hier spricht. Ansonsten ringsherum seien es eben die ganzen Figuren, die auftauchen, eine ziemlich große Varianz an Figuren und Stimmen, die auftauchen und auch in der Hülle und Fülle in der Menge wirklich wertig gemacht, das Ganze. Die Kameraarbeit ist sehr bunt, im Illumination-Stil recht froh. Schon am Anfang, und das hätte ich gerne in 3D gesehen, wenn es so eine Fahrt gibt Richtung Höhle des Grinches quer durch Whoville. Das könnte in 3D ganz gut aussehen, aber Illumination lässt sich da nicht lumpen, sind eben neben Pixar und Disney Animation und zu Teilen auch DreamWorks eben das Studio, was vor allem einen richtig krassen Sprung gemacht hat in den letzten Jahren nach vorne, wenn es darum geht, mit Animationsfilmen die Kinoleinwand für die breite Masse zu füllen. Doch hier ist es eben diese Wertigkeit bei 75 Millionen US-Dollar Budget, die
in diesen Film investiert worden sind, die wirklich gut aussehen und vor allem dem anderen Film, die mehrere hundert Millionen kosten werden, die Unglaublichen 2 beispielsweise, gar nicht so weit zurückbleibt an dieser Stelle. Das Szenenbild wechselt eben zwischen Whoville, der Höhle des Grinches und dem Gebiet ringsherum, besonders wenn er Besorgungen machen muss, um das Weihnachtsfest zu stehlen. Das ist eben alles in diesem weihnachtlichen, verschneiten Look eingefangen und ich kann mich da auch nicht dagegen wehren, dass so ein bisschen Weihnachtsvorfreude, Laune letztendlich dabei aufkommt und deswegen mochte ich den Grinch anzuschauen, weil dieser Film eher etwas Sympathisches hat als wirklich etwas leicht Schauriges und Fieses. Das sollte man aber vorher wissen, weil genau an diesem Punkt kann man so sich eventuell sehr schwer tun, wenn man sich diesen Grinch anschaut. Die Musik ist verspielt, sie ist passend, immer die Emotionen ein bisschen draufdrücken, vielleicht manchmal einen Ticken zu viel drunter gelegt, gemischt mit ein paar Künstlertracks von bekannteren Artists. Kostüm und Make-up ist halt fällig. Der grüne Grinch, das ist wirklich fein animiert, wenn er sich seine Haare zurecht macht, das ist schon irgendwie ganz witzig, aber auch die Hus, die sehr flauschig sind, bis hin über Rentier oder dem Hund Max, der locker hätte auch aus der Max aus Pets sein können. Ich würde mich immer wieder während des Schauens von Grinches an diesen Pets Max erinnert. An der Stelle sieht es aber alles eben schön aus, was Kostüm und Make-up angeht, wenn man es überhaupt im Animationsfilm besprechen kann, sind eben auch die Effekte soweit sehr wertig und in dieser zweiten Verfilmung eines Dr. Seuss Formats nach der Lorax von Illumination überwiegen bei mir zwar leicht die positiven Dinge, aber es gibt eben so die grundsätzliche Frage, will man diese Art Grinch schauen und vor allem nach 18 Jahren ist es eben der Grinch, der vielleicht eine neue Generation mit einem FSK 0 anders herangetragen werden soll. Ich persönlich muss sagen, ich fand diesen Film witzig und unterhaltsam. Punktuell kann man immer wieder laut auflachen bei der Grinch, weil es eben doch etwas hat, was einem ans Herz geht und weil dieser Grinch eben einer ist, den man irgendwie schon am Anfang lieb hat, weil man merkt, boah, der will eigentlich nur lieb gehabt und gedrückt werden und wehrt sich eigentlich dagegen, obwohl man sich so ein bisschen fragt, woran liegt das? Der Film schaut sich gut weg mit seinen 86 Minuten Lauflänge. Er ist, was das reine Animations-Look angeht und rein visuell auf einem Top-Level gemacht. Ich würde den zu Weihnachten locker laufen lassen, würde ihn nicht wegschalten und sagen, okay, der passt für mich in eine Weihnachtsstimmung herein und er hat wirklich viele lustige Szenen, anstatt eben dem etwas Bösen und Ernsthafteren. Da wechseln wir eben drüber. Es ist eben nicht dieser mürrische und fiese Grinch, den ich ehrlich gesagt ein bisschen lieber gehabt hätte. Vor allem der erste Trailer zu diesem Grinch-Film, wie er durch den Einkaufsladen läuft und dort auch den Hus nicht mal ein einziges Marmeladenglas gönnt oder eine saure Gurke ableckt und sie wieder ins Glas zurückpackt, ließ so ein bisschen darauf hoffen, dass es eben ein fieser Grinch wird. Der ist es am Ende aber nicht geworden. Deswegen diese Figur etwas zu glatt ist und weichgespülter für meinen Geschmack, aber trotzdem dadurch etwas liebenswerter wird. Nur die Fallhöhe von einer Figur, die am Anfang sehr mürrisch und böse ist, wie in der 2000er-Variante oder meinetwegen auch in Ebenezer Scrooge in der Weihnachtsgeschichte, diese, wenn die eine Verwandlung durchmacht, ist natürlich das Mitfühlen des Publikums größer, je mehr sich diese Figur auch wendet. So viel Spielraum bleibt dann hier nicht bei dieser Grinch-Variante, was ich so ein bisschen schade finde, aber so können auch die Kleineren den eher gucken, weil wirklich Angst hat man bei dieser Variante nicht, sich den Grinch anzuschauen und so muss ich am Ende sagen, obwohl man das Gefühl hat, dass nie Weihnachten wirklich auf dem Spiel steht und ihr unbedingt das Weihnachtsfest zerstören, / stehlen will oder es wirklich dramatisch dazu käme, habe ich ihn gerne geschaut, weil er eben handwerklich gut gemacht ist, weil er witzig ist, unterhaltsam ist. Und das habe ich von Illumination an der Stelle erwartet. Von mir bekommt er 7 von 10 möglichen Punkten als Animationsfilm. Insgesamt gibt es da durchaus noch Luft nach oben, komme ich bei 6,5 von 10 möglichen Punkten raus. Finde ihn aber in Ordnung. Und wer Animationsfilme mag und sagt, oh, jetzt hatten wir eine längere Pause drin, nach Die Unglaublichen 2, nach Smallfoot meinetwegen, hier ist dann der nächste Große auf diesem Weg. Und dem wünsche ich dann ganz viel Spaß, sich The Grinch anzuschauen oder der Grinch, der diesen Donnerstag ab dem 29. November 2018 in den deutschen Kinos startet. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.